War Severus Snape gut oder böse? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Severus Snapes ikonischen Tod, Lily Evans, Harry Potter und die berühmten Zeilen, die Snape auf seinem Sterbebett sagte. Dieser Satz hilft uns, die vielen Schichten von Snapes Charakter zu entschlüsseln. Zu Beginn der Bücher und Filme wird Snape als Tyrann, Ausreißer und einsamer Wolf dargestellt. Diese allgemeine Wahrnehmung von Snape verschlechtert sich jedoch im Laufe der Zeit, da er später als böse wahrgenommen wird, als ein kaltblütiger und manipulativer Mann, der dem Dunklen Lord selbst folgt. Sicherlich gibt es auch Einblicke in einen weniger strengen Snape, der durchleuchtet, aber letztendlich wird er als dunkler und grüblerischer Mensch dargestellt. In der Orden des Phönix erhält Harry während seiner Legitimationsstunde einen Einblick in Snapes Gedankenwelt und lernt dabei eine Seite von Snape kennen, die Harry bisher nicht kannte. In diesem einen Moment, obwohl er nur einen flüchtigen Blick in Snapes Gedankenwelt erhaschen konnte, erfuhr Harry mehr über ihn, als er je wusste. Trotz eines völligen Fehlens von Zusammenhängen vermittelte es ihm einen kleinen Eindruck davon, warum Snape so war, wie er war. Gegenstand ständiger Schikanen durch Harrys eigenen Vater. Doch während dieser Teile der Bücher und Filme uns dazu brachte, etwas für Snape zu empfinden, war diese Sympathie nur von kurzer Dauer, denn schon in den nächsten Büchern und Filmen wird Snape wieder als Todesser entlarvt und als böse dargestellt. Erst viel später in den Heiligtümern des Todes erfährt Snape endlich eine echte Wiedergutmachung, zumindest in den Augen von Harry. Harry wird Zeuge des tödlichen Angriffs von Nagini auf Snape, den er mit eigenen Augen sieht. Als die Luft rein ist und Voldemort und Nagini verschwunden sind, nähert sich Harry dem sterbenden Professor, der mit dem Rücken an die Wand gelehnt langsam verblutet. Snape befand sich in einem Zustand, wie ihn Harry noch nie zuvor gesehen hatte. Der starke, rätselhafte Professor Snape war plötzlich so hilflos. Und an diesem Punkt kommt Harry der Gedanke, dass Snape vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie er dachte. Er wusste nicht warum, aber er wusste, dass er Snape ansprechen musste. In seinem vielleicht mutigsten Moment starb Snape, als er in die Augen eines Jungen blickte, der ihm mehr bedeutete, als Harry je wusste. Es war der Junge, der dasselbe Gesicht hatte wie der Mann, der ihn seine ganze Kindheit lang schikaniert hatte, und die Augen der einzigen Frau, die er je geliebt hatte, dieselbe Frau, die ihr eigenes Leben eingesetzt hatte, um diesen Jungen zu retten. Mit seinen letzten Atemzügen blickte Snape direkt in Harrys Gesicht und sagte den legendären Satz: "Du hast die Augen deiner Mutter." Es waren dieselben Augen, die Snape mehr Schmerz zufügten als alles andere in seinem ganzen Leben, aber gleichzeitig waren es die Augen, die es Snape ermöglichten, Liebe zu empfinden, sich lebendig zu fühlen. Im Buch sagt er einfach zu Harry: "Sieh mich an." Und im folgenden Kapitel, nachdem er Snapes Erinnerung durchgesehen hat, beginnt Harry die Bedeutung dieses Satzes zu verstehen. Kurz bevor er stirbt, weist Snape Harry an, seine Tränen zu sammeln. Tränen, die Snapes ganze Geschichte enthüllen könnten und Harry helfen, seine Tragödie zu verstehen, um das Märchen vom Halbblutprinzen zu verstehen. Das steinerne Denkarium lag in dem Schrank, in dem es immer gelegen hatte. Harry hob es auf den Schreibtisch und schüttete Snapes Erinnerung in die breite Schale mit den Runenzeichen am Rand. In den Kopf eines anderen zu entkommen, wäre eine gesegnete Erleichterung. Nichts, was Snape selbst ihm hinterlassen hatte, konnte schlimmer sein als seine eigenen Gedanken. Als Harry sich dem Denkarium näherte, war er erschöpft und letztendlich war es seine Bereitschaft, seiner eigenen Realität zu entfliehen, die es ihm ermöglichte, voll und ganz in das einzutauchen und zu absorbieren, was in den Erinnerungen von Snape geschah. Furchtlos ließ er sich in Snapes Welt, seine Realität, eintauchen und hier begann er, Snapes ganze Geschichte zusammenzusetzen. Es begann ganz am Anfang, als Harry einen Jungen sah, der ihm gleichzeitig vertraut und fremd war. Dieser Junge sah aus wie Snape, aber er war glücklich, er hatte ein Lächeln im Gesicht und er hatte eine Begleiterin, Harrys Mutter Lily.
Die beiden waren in der Muggelstadt Cokeworth, wo sie zusammen aufgewachsen waren und das Leben war schön. Tragischerweise war dies die glücklichste Zeit in Snapes ganzem Leben, die Zeit, die den 27 Jahren des Herzschmerzes vorausging. Als es für das junge Paar an der Zeit war, die Reise nach Hogwarts anzutreten, nahmen sie gemeinsam den Zug und ließen Lillys Schwester Petunia zurück. Doch was eigentlich die aufregendste Zeit in Snapes Leben sein sollte, wurde schnell zu seinem schlimmsten Albtraum, denn er und Lily wurden in verschiedene Häuser eingeteilt. Lily nach Gryffindor und Snape nach Slytherin. Das reichte zwar nicht aus, um ihre Beziehung völlig zu zerstören, aber es reichte aus, um sie allmählich auseinanderdriften zu lassen. Und zwar in zwei sehr unterschiedliche Wege. Snape verkehrte mit den falschen Leuten, von denen einige später zu Anhängern von Lord Voldemort selbst werden sollten. Und Lily äußerte offen ihre Bedenken über diese Art von Leuten, mit denen Snape sich abgab. Bei einem Streit nennt Snape Lily eines Tages Lily ein dreckiges Schlammblut, eine Beleidigung, auf die er sofort und verzweifelt reagiert. Doch für Lily war das der letzte Strohhalm, der die Dinge zwischen ihnen für immer beendete. Als nächstes sieht Harry einen ganz anderen Snape, einen älteren Snape, der bei keinem geringeren als Albus Dumbledore bettelte und flehte. Zu dieser Zeit war Snape ein vollwertiger Todesser, aber hier war er und flehte den Anführer der Opposition an. Warum? Im weiteren Verlauf ihres Gesprächs beginnt Harry zu verstehen, was vor sich ging. Snape hatte Trelawney dabei beobachtet, wie sie die sagenumwobene Prophezeiung vorhersagte und Voldemort gab. Von Schuldgefühlen geplagt und wissend, dass Voldemorts Wissen über die Prophezeiung Lillys Leben direkt in Gefahr brachte, hatte Snape keine andere Wahl, als zu Dumbledore zu gehen, dem einzigen Zauberer, der mächtig genug war, sich Lord Voldemort direkt entgegenzustellen und Lily zu schützen. Die nächste Erinnerung, die Harry erlebt, spielt sich ab, nachdem die Tragödie in Godric's Hollow bereits stattgefunden hatte und Lily und James getötet worden waren. Er sieht Snape und Dumbledore in Dumbledores Büro und Harry wird Zeuge, wie Snape sich bereit erklärt, Harry sein Leben zu widmen, um ihn zu Lillys Ehren zu schützen. Nachdem er Snapes Erinnerungen durchgesehen hat, beginnt Harry seinen alten Professor für Zaubertränke in einem anderen Licht zu sehen. Der düstere, verbitterte Todesser, den er zu hassen gelernt hatte, war verschwunden, denn in Harrys Verstand und Herz gab es einen Platz für Erlösung in Snape. Dies spiegelte sich darin wider, dass Harry später eines seiner eigenen Kinder nach dem Mann benennt, den er so viele Jahre lang gehasst hatte. In der Geschichte des Prinzen, dem Kapitel der Heiligtümer des Todes, wird Harry schließlich Snapes wahres Wesen offenbart. Snape war nicht aus eigenem Antrieb ein düsterer und gestörter Mann, sondern ein Mann, der ständig von seiner Vergangenheit heimgesucht wurde. Er wurde von seinen eigenen Eltern vernachlässigt, von dem einzigen Mädchen, das er je geliebt hat, zurückgewiesen, nur um dann mitzuerleben, wie sie seinen Schultyrannen heiratet und musste später ein stressiges Leben als Doppelagent in einem laufenden Zauberkrieg ertragen. Ich weiß, dass es viele Fans gibt, die eine schwankende Wahrnehmung von Snape haben. Einige beenden Harry Potter mit dem Gefühl, dass das bisschen Gute in Snape nicht annähernd ausreicht, um das Schlechte aufzuwiegen. Während andere der Meinung waren, dass Snape als Mann, der durch seine eigene tragische Existenz gesäuert war, durchaus eine gewisse Form von Sympathie verdient. Die moralische Ambivalenz, die Snapes Charakter umgibt, ist es vielleicht, die ihn so rätselhaft macht, und die geteilten Meinungen zu seinem Charakter machen ihn zu einem der interessantesten Gesprächsthemen der Reihe. Nachdem ihr alle Bücher und Filme gelesen habt, würde ich gerne wissen, was ihr von Snape haltet. Schreibt dies sehr gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.